Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Und zwar zeigen wir heute wieder das ist ein Vorgia. Und mit dabei ist der Robert. Ja, hi. Kommt zu einem weiteren Video. Gut, heute stellen wir das Vorgia V2.1, würde ich jetzt mal sagen, von den Erbauer Slime Gamer und System vor. Haben hier ihre Namen an der Seite geschrieben. Auf der anderen Seite steht da oder hier auch nochmal. Ja, ich fliege mal kurz hin. DS, ich glaube, das soll der Klarname sein. Ich weiß es nicht. Oh, ja, hier steht jetzt V3. Ist im Prinzip V 2.1, weil der Vorgänger ist derselbe, nur dass der hier unten eine Lupf hat. Okay. Aber, ja, okay. Egal, das heißt jetzt mal von mal. So, ja, Punkte zeigen wir später. Ja, jetzt gucken wir uns erstmal an und gehen rein. Ja, genau. Wo gehst du rein? Rechts? Ich gehe rechts rein. Ich habe hier rechts den Eingang hier gesehen. Hier steht's auch, Eingang. Ja, genau. Ob man hier so. Direkt auffällt. Ja, heute der Rest. Morgen sieht genauso aus. So, hier kommen wir direkt zuerst. Ne? Hui. Ich denke mal, ist klar, wie man die belegt. Ja, und dazu muss man auch sagen. Ja? Ja, sag ruhig. Also dazu muss man auch sagen, wir haben hier unten im Erdgeschoss 3 Lupfes. Also sowas, ich kenne bis jetzt nur 2 Lupfes in der ersten Etage. Und oben haben wir dann noch, ich glaube, 3 oder 4 Stichkanonen. Ja, 3. Und noch 2 Artis, das war wir insgesamt. Und noch die 2 Artis. Ja. 8 Kanonen allerdings nur statt von 13. Ich mach die mal ganz kurz an hier. Ah, okay, funktioniert. Und dann halt noch hier die Luft. Und hier kann man auch eingehen. Egal. Dann immer beschriftet, halt rechte Luft, linke Mitte. Hat man hier an der Seite natürlich genug TNT, Vorrat. Eine Truhe. Genau. So, und dann kann man hier, jetzt steht's auch, Stich und Wartelevel. Ah. Brücke ist irgendwie nicht ganz beschriftet. Ah ja. Ja, das stimmt. Hier kann man direkt einmal senkrecht hoch, auf der einzigen Weg hochzukommen. So, linke Stich, rechte Stich. Schön beschriftet. Mittlere. Ja, geht. Und hier ist halt noch die mittlere. Ist ein Vorloader, von daher kann man hier sich nicht großartig vertun beim Beladen. Muss auch kein Delay oder so umstellen, außer man möchte sprechen. Wird man normal auf den TNT drin. Ja. Hier wird dann die nächste. Okay, links und rechts gibt dann auch noch eine. Und dann geht's zu den Artillerie hoch. Werd natürlich auch am Ende wiedersehen. Wie der Beschusstest aussieht. Also hier ist auch schön gemacht, dass man unterwegs ja TNT sich nehmen kann, wenn man zur nächsten Kanon rennt. So, hier ist jetzt zurück auch aufgelistet. Ich würde sagen, immer noch langer Gang zur Brücke. Die hätte man vielleicht ein bisschen weiter hinten setzen können. Ja, Leute, ne? Das ist die unglaubliche Brücke des V3s. Oh, wow, das Herzstück. Mal eine ganze ein Block anzurufen. Ein TNT und das Ding ist im Arsch. Ja. Hier, das übrigens, nein, das soll nicht die Deckenbeleuchtung sein. Das wäre auch zu mühsam gewesen, eine Rückenbeleuchtung zu machen. Nein, da kommt es natürlich auf die Idee, Schadensensoren rauszumachen. Mal gut, kann man auch an der Decke machen. Allerdings, also die Brücke ist der Mann, da haben wir wirklich sehr hart Punkte abgegeben, weil Borgi hat keine Scheinwerfer, keine Dispenser und nicht mal Brückenlicht, außer halt hier das Seelaternen. Ja, Seelaternen hätten man natürlich auch wie beim anderen Vorgia mit Redstone-Lampen und ein bisschen mehr Redstone verkabeln können. Und dann fehlen ja auch noch die Scheinwerfer. Übrigens ist das Vorgia nicht ganz regelkonform durch. Da müssen wir mindestens 16 Scheinwerfer einbauen. Aber ich glaube, das wollten wir noch ändern. Mindestens? So, dann hätten wir hier noch die Artillerie. Es hat nur rechts und links eine. Oh. Okay. Der Redstone hier auf dem Boden ist auch nicht schön, sieht aus wie bei einer Baustelle. Ja, es geht. Ja. Vielleicht ziemlich klar, wie man belebt.
Ja. 24er Artillerie. Ja. Ab. Darf da später etwas zu. Okay. Haben wir denn jetzt? Haben wir noch gar nicht so viel mehr extra Raum? Obwohl, die kann man auch nicht kriegen. Ach, da geht's zwei Räume dahin. Hier ist halt die andere Artillerie und hier ist dann lustigerweise kein zweiter Gang. Okay. die Unsymmetrie. Die greift jetzt ein, die Unsymmetrie. Allerdings, weil wenn man einmal kurz die Zian merkt, hier vorne, das sieht ja auch nicht so symmetrisch aus. Hier ist irgendwie Luft, hier ein bisschen links ich und da unten ist das Ding. Auch nicht. Ja. Hätte man genauer machen können, aber gut. Von außen fällt das aber auf den ersten Blick nicht auf, dass es so unsymmetrisch ist. Doch, die mittlere Luft ist symmetrisch. Ja, die wirkt verschief. Ja. Ich glaube wirklich mehr, außer dass man dann hier auf dem Dach gehen. Okay, hier, das ist wirklich jetzt mal besser gemacht, wie bei der Wurf davor. Man kann halt direkt hier drauf und dann hin. Statt dass man hier dann. Genau, der Übergang aufs Dach, ja. Ist dann verbessert, das ist auf jeden Fall eine bessere Sache. Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall besser. Gut. Ich glaube, mehr gibt's schon gar nicht mehr in dem Borg, außer halt die Gänge, die wir jetzt zeigen konnten. Wirklich noch ein pures Kampfvorgehen, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Wirklich viel, sag ich mal, kann man da auch nicht mehr zu sagen, wa? Ja, das stimmt. Wir haben uns jetzt alles angeschaut und ja. Ich würde sagen, kommen wir zur Wertung, ne? Kommen wir zur Bewertung. Ich komme mal zu dir. Hier. So. Also für das Design außen haben wir 4 Punkte gegeben. Yep. Ich denke mal, das ist berechtigt, weil es ist, also hier die Lage ist zwar schön, dass das ein bisschen abgerundet wurde. Hat auch einen Vorteil, weil wenn der Gegner da eine Kanone hat, dann wirkt er. Aber sonst, also, der. Naja, angelhaft, weil es ja grau ist. Es ist grau, es sind 2 Muster drin und sonst nur die Löcher für die Kanonen, mehr nicht, ne? Kanonenstärke 6 Punkte. Das werdet ihr noch später sehen. Ich werde so kriegen. Also die Lups, also Platz, sind wurden von dem Slime-Gamer gebaut und hier hauen schon ordentlich rein. So, Infrastruktur haben wir 7 Punkte gegeben. Schriftung ist ja schon okay, man weiß halt wo lang. Gibt ja auch nicht so viele Gänge, wo man jetzt verlaufen könnte. Mhm. Aber halt, weil es auch nicht ganz so symmetrisch ist, ne? Halt ein 7. In Optik und ein 3, weil auch sehr grau und ja. Quad wurde immerhin mal ein bisschen was anderes reingemacht. Ja, und was ich auch bemängel, hier oben bei den Stichkanonen ist ein Gang, also ein Block breit. Platz. Ja. Das ist eng. Sehr eng. Ne? Panzerung ist 6. Also ne, deutsche von 10 Punkten. Ja. Weil die Ups haben nur 13 Minuten. Die Stichs haben, glaube ich, 38 gehabt. Artis. Man kann es jetzt nicht wirklich schlecht bezeichnen. Ich glaube, es soll auch mehr so eine Taktik sein, dass sie weiter vorne gelegt sind, aber also die Dachpanzerung hier ist ziemlich gut. Mhm. Ja, die Lups haben halt Lust gegeben und ich sah auch, hätte man noch weiter hinten versetzen können. Gut. Ja, so, kommen wir jetzt zu... Kompakte Kanonen. Kompakte auch 6 Kanonen gegeben. Die Lups hätte man tatsächlich noch um 3 Blöcke wählen können, habe ich gesehen. Die Artis auch, das hätte man zumindest auch locker kompakter bauen können. Stich, die ist okay. Halt eine Volllader, die ist auch ziemlich egal. Da gibt es jetzt an Kanonen leicht zu beladen. Bei 9 gegeben. Hätte fast 10 gereicht, weil die Luft sind verständlich. Da ist das markiert, wo man nicht beladen soll. Mhm. Ist halt eine Volllader-Stich, da kann man nicht vertun. Und bei den Artis ist es bei Punkt A. Man kann hier Wasserquelle aus Versehen zu machen. Und man kann, ich glaube, man muss nur 5 treiben, also quasi hier. Ich würde jetzt denken, man muss auch hier lang. Das sehen wir gleich. Gut. Ja. Dann
haben wir denn als nächstes? Eben schnell runter. Ja, die Brücke noch, zum Schluss. Dann mal ein Punkt, ich denke mal. Das ist berechtigt. Das kann, ja, das kann uns keiner übel nehmen, weil es wirklich nur Schaden sind. Hier ist sonst nichts. Ja. Na. Gut, also es hat die Note 4, weil es halt Brücke hat ordentlich Punktabzug gegeben, die Innenoptik und das Design von außen. Der Rest ist eigentlich mittelmäßig, das ist ja über den Schnitt 6 Punkte, das ist eigentlich ziemlich okay. Ja. Kanonenleicht zu beladen, das ist auch sehr gut gemacht. Also auch, was das betrifft, Lob an die Erbauer. Das stimmt, also so gute Kanonen habe ich auch noch nicht so richtig gesehen, ne? Gut, es gibt zwar gute, aber für ein V3 ist das ganz gut hier. Ja, ich sagen, war's schon, wir hauen jetzt den Cut rein und tun dann mal die Kanonen testen. Gut, dann würde ich sagen, bis gleich, ne? Ja, bis gleich. So, und da sind wir auch wieder. Ja. Zum Kanonentest. Kanonen beladen, durch Feuer entwacht. Und dann gucken wir mal, ob das Ganze funktioniert, ne? Ja, immer rein. Und sind wir auch schon die Lips direkt mit der linken an. Okay, dann bin ich mal gespannt, was du für Damage machst. Du fängst mit der mittleren an. Oh, der linken. Ach du meine Güte, das hat geklappt. Dann ist. Ach, okay. Haben wir 1, 2, ungefähr 3 bis 4 Blöcke Schaden, haben die gemacht. Die mittlere. Auch 3 bis 4. Oh, das haut alles rein. Ja. Auch 3 bis 4 Schaden. Ich gehe mal zu den Stichs. Jetzt schieße ich erstmal mit der mittleren. Ja, sehe ich. Dann der. Hui! Die Stich funktioniert. Okay. Die linke Stich hat sich zerjagt. Die rechte auch. Warte mal. Von dir aus gesehen, die linke, die ganz linke hat sich hochgejagt. Irgendwann muss die ADS mit 5 Halbladung schießen, nicht mit 6, haben es gerade eben ausprobiert. Boah, Alter. Die hauen rein, die ADS. Und noch jetzt. Also, vom Schuss her, vom Beschusstest, war das Wargear, das beste Wargear momentan. Ja, wir haben erst mit 2 vorgestellt, das ist das erste Kurs, also. Das stimmt. Aber gucken wir uns das doch mal genauer an. Also, die Stichs haben reingehauen. Komm da mal lieber wieder raus. Ja, bevor ich da wie beim letzten Mal da drin irgendwie feststecke. Oh Gott, war das jetzt 14 oder 1? Ich weiß es nicht. Ich hab 95-10, sollte ich mir merken. Nein, passt schon. Ach so. Alter. Das ist eine Beschädigung, auf jeden Fall. Und das hat gut reingehauen. Also, wenn man jetzt überlegt, die Art ist, dann ist okay. Im Kies drin. Die Stichs war gut, jetzt wäre hier eigentlich noch eine, hätte die funktioniert. Ich glaube, da ist was im Lauf hängen geblieben, so sieht das hier aus. Wahrscheinlich irgendwas ist da hängen geblieben. Ja. Weiß auch nicht. Die Loops sind eigentlich okay. Die Loops sind okay. Ich fand die Stichs am besten, die 2. Und die Artis. Also wird man damit jetzt halt mehrmals schießen da. Dann hätte der Gegner schon richtig eingesteckt, ne? Ja. Ich würde sagen, das war's auch schon wieder. Das heutige Video. Damit würde ich sagen,
Hübsch. Ja, was? Ja, sehen wir uns zum anderen Video wieder, ne? Macht's gut. Ja. Ciao. Ja, ciao.